Sagen Sie uns doch mal Ihre Meinung zu Trump und Pegida. Pegida muss ich sagen, ich finde es furchtbar. Das ist meine Meinung. Punkt. Jetzt können wir gerne gehen. Ne? So. Nee, aber, das, aber dann gehen ja die Probleme los. Also ich fahre jetzt immer durch Deutschland mit meinem Techniker, und ich sage, I don't understand. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das nicht, woher dieser Hass kommt oder diese, dass man sagt, die Lügenpresse. Ich verstehe das nicht. Ist mir nicht begreiflich, also wie das allen Ernstes kommt. Ne? Also ich glaube, es ist Folgendes, wenn ich das mal ganz kurz sagen darf. Vor 500 Jahren hatten wir die Reformation, weil die katholische Kirche ihre absolutistische Macht in jeder Hinsicht überzogen hatte. Und dann haben die Reformatoren auch wieder übertrieben und dadurch gab es die Gegenreformation. Und jetzt haben wir Konzerne, die haben die ganze Welt zusammengeführt, weil sie Beschäftigte in Afrika, in Australien, in Asien, in Nord- und Südamerika, in Europa haben. Sie wussten, dass es keine funktionierende Weltpolitik gibt, dass sie also der Politik überlegen sind. Mhm. Was sie nicht beachtet haben, ist, dass sie damit aus der nationalen sozialen Frage plötzlich eine soziale Frage der Menschheit machen. Weil die ja jetzt alles miteinander vergleichen können. Das höre ich, bei Pegida höre ich das nie, das ist sehr intellektuell, was Sie da sagen. Also ja. Das, na, also, naja, aber das meine ich eben, I don't understand. Also, ja, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Bewegung sich eingesetzt hat, keine Regierung in der Lage ist, jetzt wirklich eine Lösung für Flüchtlinge zu finden, außer Abschottung, was natürlich keine Lösung ist. Und jetzt erleben wir sozusagen die Gegenreformation. Das ist Trump. Zurück zum nationalen Egoismus. Das ist auch die Regierung in Polen, in Ungarn, das sind in Dänemark, das sind auch die Parteien in Frankreich, in Holland und auch hier bei uns die AfD. Und jetzt ist wieder die Frage, finden die anderen die Kraft, um diese Art von Gegenreformation aufzuhalten oder finden sie sie nicht? Und bei den Ostdeutschen will ich nur erklären, warum sie stärker AfD wählen. Man muss erstens sehen, die DDR war eine geschlossene Gesellschaft. Ost-Berlin ging und Leipzig ging durch Messe etc. Aber es gab Gegenden, da kamen ja Menschen muslimischen Glaubens so gut wie nie hin, die haben sie gar nicht kennengelernt. Das Zweite ist, sie fühlen sich als die Verlierer der Geschichte, denn sie hatten die sowjetische Besatzungsmacht und nicht die westlichen. Das Dritte ist, dass sie bei der Einheit zu Deutschen zweiter Klasse wurden. Und ein Teil sucht dann Menschen dritter Klasse. Und das Vierte ist, sie haben doppelt so große Ängste, weil sie 90, 91, 92, 93 eine Arbeitslosigkeit erlebt haben, wie sie zum Glück den Menschen im Westen erspart geblieben ist. Und die waren ja bis dahin noch bedeutend und plötzlich fast so bedeutungslos. Und jetzt, wenn Flüchtlinge kommen, denken sie, dass das wieder passieren kann, dass wieder solche Erscheinungen eintreten. Nichts davon teile ich. Ich will es nur erklären. Ja, nur wenn man es erklären kann, kann man auch versuchen, dagegen zu kämpfen. Ich verstehe es trotzdem nicht. Ja. Also,